Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und willkommen zurück bei meinem Civ 6 Hellas Spiel. Jo. Das letzte Mal kann ich mich eigentlich nicht erinnern, was wir gemacht haben. Uha. Jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Was ich allerdings weiß, ist, wir haben hier einen Haufen chinesische Städte mittlerweile. Da muss noch ein Stadtstaat sein. Da hinten, dieses Lager hat einen Teil meiner Armee verscheucht. Die sind jetzt gerade auf dem Weg zurück. Auf dem Weg zurück nach Hause quasi. Ich überlege gerade noch eine Stadt hier in Spanien zu bauen. Portugal, Spanien, da irgendwo. Ah, nicht. Ich schaue mal mit meinen Schiffen jetzt dann vorbei und wird man gleich sehen, hoffentlich, ob das da weitergeht. Je mehr sich die Wissenschaft in die Kriegsführung einmischt, desto mehr wächst der Bedarf an Technikern in den Feldarmeen. Im letzten Krieg gab es niemals genug Pioniere. Ja, wer auch immer Bernard Montgomery war und von welchem Krieg auch immer gesprochen hat. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Naja, schon. So, was haben wir Neues? Medina-Viertel plus 2 Wohnraum in allen Städten mit mindestens 3 Spezialbezirken. Okay, so viele haben wir noch nicht. Ästhetik plus 100% Nachbarschaftsbonus für den Theaterplatzbezirk. Können wir nachher überlegen. So, wir haben noch plus 50% für die Produktion von solchen Einheiten. Na gut, das lassen wir rein. Wie ist das eigentlich mit meinem Dings, mit meinem großen Wissenschaftler? Kriege ich den auch irgendwann einmal? Wir machen 4,8 Punkte, der macht 3. Ah, der macht 8,5. Das heißt, der produziert doppelt so schnell wie ich. Fast doppelt so schnell. Wie lange braucht er noch für das, was ihm da fehlt? 240 weniger 77. Puh. 240 weniger 70 sind 170. 163 hat er noch. 8,5. Alle 2 Runden macht er 17 Punkte. Und 2 Runden macht er 17 Punkte. 170 Punkte braucht er noch, haben wir gesagt. Das heißt 21 Runden wird er noch circa brauchen. Und wie lange brauche ich noch? Wir machen 4,8 Punkte. Wir haben noch 106. Sagen wir mal, wir haben 190. Dann würden uns noch 50 fehlen. 54, 4,8. Okay, nein, ich müsste schneller fertig sein. Ich habe doch einen ziemlichen Vorsprung schon. Also, wenn es wahr ist, heißt es. So, schauen wir. Des Ebro. Das ist tatsächlich, glaube ich, kein schlechter Platz für eine Stadt. Lissabon müsste ja da in der Nähe vom Wald sein. Und das ist sicher kein schlechter Platz für eine Stadt. So, Ressourcen entdeckt. Wir haben eine neue Quelle für Salpeter entdeckt. Schau dir was an. Und wo? Ist das da? Ja. Gleich neben Korinth. Na, schau dir was an. Wie viel Geld haben wir? 158. Noch eine andere Stelle? Nur da? Naja, was soll's. Ich kann mich erinnern, in 3er Ziff gab es auch Salpeter
als strategische Ressource. Nur vielleicht für die Interessierten. Salpeter ist Kaliumnitrat. Oder überhaupt Nitrate. Pardon, das waren ganz, ganz wichtige Rohstoffe eigentlich. Einerseits, weil man daraus die ersten Schwarzpulver gemacht hat. Und zweitens aber auch, weil man damit Felder düngen konnte. Also als Düngemittel. So, dann schauen wir mal. Forschen wir als nächstes. Ja, der große Wissenschaftler. Wie schon gesagt, wir brauchen noch etwas mehr als 10 Runden. Was uns denn mal jetzt nicht erforschen? Schießpulver. Eine Waffenkammer brauchen wir dafür. Die 6 Politikplätze. Na, Kartografie. Brauchen wir sicher nicht mehr rechtzeitig. Machen wir mal das. Wenn wir das haben, sollten wir eigentlich den großen Wissenschaftler auch haben. Und die 6 Politikplätze könnten sich dann auch langsam ausgehen. Jo. So. Mit den Mittelaltermärkten machen wir was. Ich glaube, jetzt könnten sich langsam die Yes-Erkundung. Das ist supi. Das machen wir als nächstes. Dann können wir nämlich die Handelsrepublik einnehmen, machen. Das wird schön. Immer noch mehr Plätze für Politiken. Das gefällt mir nicht. Da ist ein Katapult. Katapulte sind nicht mehr. Hey. Die Azoren, oder? Will ich mal fast sagen. Spiel größer als. Also, ja, mir kommt es größer vor als in der Wirklichkeit. Zweiten Hafen irgendwo hier. In Athen haben wir einen, aber sonst haben wir gleich keinen. Im Schwarzen Meer. Ach, oh ja, in Argos. Oh, nächste Runde einen. Wow, super. Das ist die Kartografie. Das Horeca für Kartografie kriegen wir jetzt eh noch zusammen. Perfekt. Ich sehe es gerade. Ha. Schon geschafft. Die wenn das da die Azoren sind, dann müssen das da Gran Canaria. So, soll er jetzt weiter in Richtung Norden? Eigentlich sollte er hinter den zwei Schiffen herfahren. Ich will mal das Gebiet da noch ein wenig anschauen. Gott. Hinter denen her. So, einen
späteren Handelsweg können wir bauen. Das ist gut. Und wir haben einen. Ich glaube, dann werden wir gleich mal noch einen Händler bauen nach Argos. Das ist mal eh recht, weil von Argos geht ja unsere Dings aus, unsere Religion aus. Das heißt, von dort können wir sie weiter verbreiten. Ja, das Problem ist, du hast dann diesen Bonus für immer und ich habe das nur für 30 Runden. Es ist wirklich nett von dir, aber so nötig habe ich das Geld echt nicht. Für ein anderes Werk von dir würde ich es vielleicht machen, aber... Tut mir echt leid. Du bist ja noch ärger. Danke. Okay. Ja, es kann sein, dass das Spiel bald zu Ende ist. Weil durch das, dass ich nicht kriegerisch spiele und hier irgendwie eng ist, ist durchaus möglich, dass der Römer mich auseinander nimmt, bevor ich irgendwie was dagegen tun kann. So, und jetzt mal macht seine Umrundung. Schauen wir mal, ob wir nach Argos kommen. Dass du die beiden einholst. Oh, Athen ist Größe 10. Na, schaut was an. Und wir können einen neuen Missionar kaufen. Finde ich gut. Oh, dir fehlt eine Annehmlichkeit. Tja. Pech gehabt. Und Karim fehlt auch eine Annehmlichkeit. Oje. Na, was soll ich tun? Der Schild hat dann. Achso, nein, der hat einfach den Weg da abgeschnitten. Jetzt muss ich da oben rumgehen. Nein, auch das sollte gehen. Nein, ich will das Ding nicht hergeben. Das gibt's ja wohl nicht. Aber irgendwie mag er uns wieder. Wieso das? Ich glaube, wir haben wieder keine Wunder gebaut im Gegensatz zu ihm. Oder vielleicht baut er uns gerade den Leuchtturm weg, den wir brauchen. Gegangen ist. Mhm.
So, Freunde, und zwitschen ihre Röster. Hey, Eritrea ist schon. Na, doch nicht. Auf nach Korinth. Ja, wir könnten natürlich auch versuchen, Hattusa zu bekehren, aber um ehrlich zu sein. Ah, er hat Petra abgeschlossen, deshalb ist er glücklich, weil er jetzt wieder mehr Wunder hat als ich. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass er weniger Wunder hat als ich. Ich habe ja nur deines bis jetzt gebaut. Oder? Ich glaube schon. Idiot. Was? So, Athen hat jetzt auch zu wenig Annehmlichkeit. Das wird langsam ein Problem. Wir haben unser Sprechen vorbehalten. Wir haben nicht in der Nähe gesiedelt. Ha, es wird euch freuen zu sehen, wenn ich nachher da drüben eine Stadt hinbaue. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Oh, wir bauen ja da auch ein Wunder. Vielleicht mehr Städte bauen und weniger Wunder. Vielleicht sollte man den Siedler sogar da oben machen. Können wir den kaufen vielleicht sogar schon? 800 bist du der Testor. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass das von der Stadt kauft billiger wird? So, na dann verbreiten wir mal unseren Glauben in Korinth. Wie schon gesagt, ich wüsste ganz gerne, welche Wunder wir da drinnen haben. Wie viele? Ach doch, da steht sie, meine Güte. So, 4 von unseren, 2 Protestanten. Nummer 111. Hattusa hat auch 111.
Auto sehen wir hier nicht. Na gut. Ja, ja, blöde Kleopatra. Was brauchen wir noch einmal bei dir? Oh, wir sollen ihn bekehren. Verdammt. Das ist natürlich dumm. Was hätten wir dann? Da hätten wir dann, glaube ich, den Dings doch nicht nach Korinth schicken sollen. Sondern nach Hattusa. Da wäre er auch näher gewesen. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Nicht? Hey, wir können noch was offen im Meer. Kann das sein? Da haben wir noch viel Platz. Ja, wir können was offen im Meer. Das heißt, unser nächster Weg führt uns hierher. So, was brauchen wir als nächstes? Wie gesagt, großen Wissenschaftler. Wie lange brauchen wir bis zum großen Wissenschaftler? Nicht mehr so lange. Jetzt haben wir 20. Wir brauchen noch 20,1 Punkte. 4, 5 Runden noch. Die Uranus hat etwas Wichtiges erfahren. Rom ist vom Mittelalter zur Renaissance fortgeschritten. Das gefällt mir nicht. Sie ein oder nicht? Und bald bist du zu Hause. Vielleicht hätte ich dich gleich bis nach Hause schicken sollen. So, Hattusa. Steht das da irgendwie auch hier? Na gut, verbreit mal deine Glauben.
religiöse Bekehrung. Na, schauen wir mal. Immerhin sind wir da am Kreuzpunkt zwischen den unseren Religionen. Dass die bösen Taten Chinas denunziert. Hat Gandhi den Krieg erklärt. Oh, schaut was an. So, wohin? Des Wegs. Wir fahren vielleicht in Richtung Rakatet. Boah, das ist nicht schlecht an und für sich. Und das, obwohl es so nah ist. Oder nach Theben. Akadet bringt mehr Geld. Mhm. So, nochmal als nächstes einen Tempel, würde ich fast sagen. Nein, wir brauchen irgendetwas, wo Leute wohnen können. Ah, plus einen Wohnraum beim Leuchtturm. Annehmlichkeiten wären vielleicht auch nicht schlecht. Was ist mit diesem Komplex? So, du baust mir bitte einen Siedler. Und zwar dafür. Die Bärische Halbinsel. Hey, und einen Gesandten können wir auch schicken. So, komm schon. Missionar. Nix mehr. Die Galeere kann ich auch aufrüsten. Das gab der guten Hoffnung. Juhu. Ja, das war aber noch zwei Städte da unten. Da wären Städte vielleicht nicht schlecht. So, auf nach Hattusa. Sind wir jetzt wieder souverän von Hattusa? Ja. Also bei Karthago. Gut. Vielleicht sollte ich gleich machen, wo bis da hingeht. Wo sich dann heilen kann. Gebaut worden und Rom hat jetzt eine Monarchie. Na gut, soll sein. Wir haben auch bald sowas in die Richtung. Oh, der Bau von unterschiedlichen Bezirken hat einen Ingenieur zu unglaublich guten Städtebauern gemacht. Ein Bonus für Bauwesen. Schauen wir mal, ob der Gas überhaupt da ist. Derzeit schaut es nicht so aus. So, und noch ein Handelsgerät. Kapazität haben wir, finde ich gut. Bauwesen. So, in Korinth
vielleicht auch in Form haben dabei? Nein. Wir machen wieder mal nach Korinth, sicherheitshalber als erstes. Schauen wir weiter dann. Ah, oh, da hat auch noch eine Stadt hergebaut, die Kröte. Na, also wenn wir mit dem nicht in Konflikt kommen, dann weiß ich nicht. Der Tag, an dem wir nichts mehr entdecken, ist der Tag, an dem wir ein Leben in einer toten Welt ohne Neugier und Träume beginnen. Kolonialbüros plus 15% Wachstum für Städte, die nicht auf dem Kontinent ihrer ursprünglichen Hauptstadt liegen. Zwangsrekrutierung, 100% Produktion für Marineeinheiten aus Renaissance- und Industriezeitalter. Na gut, das bringt mir nicht viel. Ja. Handelsrepublik. 15% Rabatte auf Goldkäufe. Das ist gut. Plus 2 Handelswege. Machen wir doch gut. So. Wir kriegen einmal Rot dazu. 6 Stadtverteidigung, Stärke plus 5 Stadtfernkampfstärke. Das wäre ich gar nicht mal so blöd, aber eigentlich. Machen wir mal das. Wir können jetzt ein paar von unseren Einheiten verbessern. Den Hopliten zum Beispiel. So, dann schauen wir mal. Diplomatenliga? Nö. Handelskonföderation plus ein Gold durch jeden Gesandten im Stadtstaaten. Das ist gar nicht mal so schlecht für uns. Aber nehmen wir 2 Schriftstellerpunkte? Nee. Wohnraum. Die Bauaktionen, die sind auch nicht schlecht. Nehmen wir die Bauaktionen. Und bauen wir mal mehr. Bauen wir noch ein paar Handwerker. Yes, wir haben das Heureka für. Die Burgen. So, was war das? Einen großen Wissenschaftler. Was ist mit dem großen Wissenschaftler? Nächste Runde ist es soweit. Sehr gut. Puh, knapp vor den Römern noch geschafft. Hätte ich nicht mehr gedacht. Oder Richtung Argos. Dort können wir unsere Schiffe aufrüsten. Jetzt haben wir mal eine Afrika-Umsegelung gemacht. Gut. So, dich rüsten wir auf die Chemie. Und du kaufst
einen Handwerker, der jetzt 5 wert ist. Wir haben dann noch das Eisen und wir haben dann noch die Pferde und das Kupfer und das wollen wir alles irgendwie abbauen. So, jetzt können wir da runtergehen wieder. Geschichtsaufzeichnen. Wir haben noch immer nur einen Campus. Ja, das wird wichtig sein, weil dadurch ein bisschen schneller diese blödsinnige verbotene Stadt bauen. War da Minen bauen. Auch das, die Weide für die Pferde da wird das erhöhen. Nein! Aber weißt du, was wir machen können? Wir können das gegen das handeln. Das finde ich gut. So, ich kann etwas verbessern in den Städten. Dieser Leuchtturm zog alle Augen auf sich. Wir haben den Leuchtturm gebaut und wir fahren unsere Schiffermakler schneller. Finde ich gut. Wenn wir welche hätten. Okay, das ist eine coole Animation. Gefällt mir. Ich glaube, ich sollte in einem sehr einfachen Level spielen, damit ich möglichst alle von diesen Wundern bauen kann, damit ich die sehen kann, wie die ausschauen. Achso, wir haben gesagt, wir machen Schluss für heute. Hey, nicht schlecht. Und hier haben unsere große Persönlichkeit, das ist gerade ein guter Punkt, um aufzuhören. Unsere Hingabe auf dem Gebiet der Wissenschaften hat einen großen Wissenschaftler in unsere Zivilisation gelockt. Ich bin... Der Zweck der Erziehung ist, einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Hagia Sophia, habe ich mal letztens sagen lassen, heißt das nicht Hagia. Missionare und Apostel können eine Region einmal zusätzlich verbreiten, muss auf Flachland neben dem einem heiligen Städtebezirk gebaut werden und ihr müsst eine Religion gegründet haben. Naja, okay. Machen wir für heute Schluss. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Bis dann. Das nächste Mal zeige ich euch, was wir jetzt noch machen.